Okay, also ich habe Sport gemacht. Und wieso ist diese Kamera? Ah, ich muss die Kamera schief halten, damit jetzt. Boah, mir ganz schlecht. Ja, das war ein bisschen übermütig. Also ich habe jetzt das letzte Mal Sport gemacht, glaube ich, im Februar. Ja, liegt nicht an mir. Ist auch nicht Moritz schuld, aber war halt, wie gesagt, ab dem Moment, wo er die Grippe hatte, war ich Vollzeit Hausfrau, da war keine Zeit mehr da. Und das merkt man dann, wenn man es dann wieder anfängt. Das ist ja wohl die absolute Hölle. Ich bin fast gestorben. Mir ist auch, also ich vergesse das dann immer. Erst läuft es total gut und man denkt so, yay, geil, endlich der Sport. Und dann kommt irgendwie so ein Moment, wo man dem Körper zu viel abverlangt, weil man es lange nicht gemacht hat. Und dann wird einem schlecht. Und den Moment habe ich leider verpasst, jetzt ist mir schlecht. Aber ich kenne das schon. Also ist halt natürlich dämlich, hätte man vorher aufhören sollen. Aber habe ich in der Vergangenheit schon öfter gehabt. Wenn es jetzt ein bisschen ruhig angehen lässt und was anderes werde ich hier heute nicht tun, ist das okay? Und damit wäre ich dann wieder drin. Morgen fahre ich nach Kiel zu Moritz und seiner Mama. Und dann würde ich es vielleicht Samstag nochmal probieren. Dann muss ich mich heute auf jeden Fall nicht schämen, falls ich keinen größeren Spaziergang oder so mache. Aber jetzt ist auch erstmal. Boah. Ja, ansonsten wird heute, werde ich einen Kuchen noch backen mit Mohn, weil ich weiß, Moritz mag das und ich wollte, und also dadurch, dass er jetzt in dieser Pause nicht keimfrei essen muss, dürfen wir ihm alles geben und ich dachte, wenn ich den heute mache und der gelingt, könnte ich den morgen mit nach Kiel nehmen. Dann hat er Kuchen. Und ansonsten, ja, wie gesagt, heute nicht viel. Vielleicht mache ich heute Abend ein Reisgericht mit Huhn. Das hatte ich in der Wildnis schon gemacht, dieses mit Curry und Zuckerschoten. Das war recht einfach und auch recht lecker. Da habe ich es mit Couscous gemacht. Diesmal habe ich mir mal Reis gekauft. Denn das gestern Abend, also so lecker das war, so viel Aufwand will ich jetzt hier nächstes Mal die Tage nicht mehr betreiben. Das war mir jetzt ein bisschen zu heftig. Man muss auch mal. Also, obwohl ich es mitnehmen werde. Also dieses Rezept ist auf jeden Fall eine Entdeckung. Also ich werde daraus zu Hause was machen. Das ist ja auch immer für mich das Schöne an diesen Schreibzeiten, in denen neuerdings ja nicht mehr geschrieben wird, dass ich da eben auch neue Sachen entdecke für mich oder für Moritz und mich, was Essen und all solche Dinge angeht oder irgendwelche anderen Sachen oder keine Ahnung. Okay, ich muss jetzt erstmal klarkommen. Ich bin gerade etwas übersportet. Euch noch zeigen wollte. Oh. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier gegen das Licht und gegen den Fernseher sieht. Was ist jetzt dieses Muster von dem Socken? Ich habe keine Ahnung, ob man das jetzt halbwegs erkennt. Dummerweise habe ich den Anschlag, den italienischen, zu eng gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich komme da jetzt gerade noch so mit dem Fuß rein. Das darf mir nicht nochmal passieren. Aber ich bin jetzt schon hier bei der verstärkten Ferse und ich habe ewig keine Ferse mit Fersenkäppchen mehr gemacht. Ich mache eigentlich immer Jojo neuerdings. Das ist jetzt mal wieder eine kleine Abwechslung. Ist zwar kein großes Strickprojekt, aber wird vielleicht ein schöner Socken, denke ich. So, Kuchen ist im Ofen. Ich muss mich mal wieder so richtig schön auskotzen über die Bürokratie in Deutschland. Also, ich fasse nochmal zusammen. Moritz ist ein lediger Mann, also der beim Staat und bei seiner Krankenkasse als unverheiratet und ledig gemeldet ist, was er ja auch ist. Der keine Kinder hat, hat er einfach nicht. So. Und aus purem Glück war er zufällig zu Hause, denn eigentlich, also dieser Mann ist eigentlich mit einer tödlichen Krankheit für mehrere Wochen im Krankenhaus und nicht zu Hause, denn er hat ja diese Krankheit, weswegen er auch krankgeschrieben ist. So, und seine Krankenkasse schickt also nach Hause so einen Schrieb, den er ausfüllen soll, damit er das Krankengeld kriegt. Der ganze Schrieb war sowieso völliger Unsinn. Also alles, was man da eintragen musste, bin ich der Meinung, haben die sowieso von ihm. Vielleicht mit Ausnahme der Steuer-ID, aber gut, auch das, ganz ehrlich. Wieso kann die Krankenkasse das nicht vom Staat kriegen? Aber egal. Es gab auf jeden Fall einen Punkt auf diesem Formular, wo stand, haben Sie Kinder? Ja, nein. Wir kreuzen Nein an. Neben dem Ja-Kästchen stand, wenn Sie Kinder haben, füllen Sie bitte Anlage aus und schicken die mit. Ich gucke mir die Anlage an. Da musste man eben Daten zu den Kindern eintragen. Wir haben keine Kinder und Nein angekreuzt. Also haben wir diese Anlage auch nicht mitgeschickt, denn wir haben keine Kinder. So.
Nun liegt Moritz 300 Kilometer von seinem Zuhause entfernt im Krankenhaus, beziehungsweise jetzt gerade zufällig nicht, aber er ist ja trotzdem, also er wäre eigentlich jetzt 8 Wochen mindestens im Krankenhaus gewesen. Und jetzt will diese Krankenkasse diese Anlage haben. Also dieser ganze Zettel besteht nur aus Formularfeldern, wo man die Geburtsdaten und die Infos zu den Kindern einträgt. Wir haben keine Kinder. Und sie möchten jetzt diesen unterschriebenen Zettel bis zum 1.10. haben. Jetzt ist es zufällig so, obwohl Moritz ledig ist, dass ich aus Versehen am 28. September wieder in der Wohnung bin. Auch dann würde ich das nicht mehr per Post dahin kriegen und auch dann könnte Moritz es nicht unterschreiben. Und jetzt frage ich mich halt, also wieso ist es so, dass derartige Sachen an einen ledigen, also alleinstehenden, kinderlosen Mann an seine Heimatadresse geschickt werden und erwartet wird, dass er diese Post liest, in seinem Zustand versteht. Also es gab 3 Wochen während der Behandlung, wo Moritz nicht mal seinen eigenen Namen wusste und nicht mal gemerkt hat, wenn man ihn besucht hat. Wie kann man jetzt also erwarten, dass er das alles erstens bekommt? Denn er ist ja im Krankenhaus, deswegen ist er ja auch krankgeschrieben, so, was die Krankenkasse auch weiß. Und sich damit befasst und das irgendwie hinkriegt. Also wie selbst wenn er in Bremen im Krankenhaus liege, könnte er das nicht, weil er ist nicht zu Hause, um diese Post zu empfangen. Und warum, wenn ich ankreuze, wir haben keine Kinder oder er hat keine Kinder, warum muss ich dann einen Zettel, auf dem Daten und Geburtsdaten der Kinder vermerkt sind, unterschrieben dahinschreiben? Also ich kriege schon wieder so einen Hals, ne? Ich kriege so einen Hals dann, weil ich das, also ich kann es nicht verstehen. Ich kriege einmal die Woche von meinen ganzen Zusatzversicherungen und allem, was ich so habe, unentwegt irgendwelche E-Mails für die Vorsorge und Zahnspangen und Kieferorthopäden für meine Kinder. Ich habe da, glaube ich, schon 40.000 Mal geantwortet. Ich habe keine Kinder. Ich hasse das. Und ganz ehrlich, also ich bin mir zu 100% sicher, dass Moritz, als er diesen Krankenkassenvertrag abgeschlossen hat, mit Anbeginn seiner Arbeitsstelle, ich bin mir absolut sicher, dass er dort seine Daten angeben musste. Nämlich, ich bin ledig, männlich und so alt. Und ich bin mir auch sicher, dass es für die Krankenkasse völlig problemlos möglich wäre, herauszufinden, ob dieser Mann Kinder hat. Und selbst wenn nicht, also wenn wir ein Nein ankreuzen, dann möchte ich, dass das so okay ist. Wieso muss ich einen völlig sinnlosen Zettel, für den wieder ein Stück Baum gestorben ist, durch die halbe Welt schicken, nur um nochmal zu sagen, dass ich keine Kinder habe? Und wieso muss das unterschrieben werden? In was für einer Welt leben wir denn? Also ganz ehrlich, ich finde das so krank. Ich musste mich gerade schon wieder so aufregen darüber. Ne, das ist jetzt wieder etwas, ne, jetzt muss er mir erstmal wieder das, was er bekommen hat, eben in seiner App schicken. Dann muss ich mich darum kümmern, wenn ich zurück bin, gleich als erstes, weil dann ist ja die Frist abgelaufen zum 1. Oktober. Und das alles, ich würde es ja verstehen, wenn es um sowas ging wie Kontonummer oder eben Steueridentifikationsnummer oder weiß ich nicht, Krankenhauseinweisung oder irgendwas Sinnvolles. So, wobei das eigentlich auch alles digital laufen sollte und ich es ein Unding finde, dass man für die Einweisung und die Krankschreibung, meine Mutter musste das alles in Bremen jetzt vom Arzt abholen für Moritz, weil es nicht möglich ist in unserer Welt, das auf anderem Weg zu den jeweiligen Stellen zu bekommen. Nicht zum Arbeitgeber, nicht zur Krankenkasse, nicht zum Krankenhaus. Es ist zum Kotzen. Aber wieso muss ich jetzt diesen Zettel dahin schicken? So ganz ehrlich. Wir haben keine Kinder und wir haben Nein angekreuzt. Ich finde das so unmöglich. Wäre ich jetzt nicht da und meine Mama nicht da, hätte Moritz, also würde er kein Krankengeld bekommen, dann stünde er von einem Tag auf den anderen ohne Einkommen da, weil er im Krankenhaus liegt. Was ja nur Grund dieser ganzen Aktion ist. Und es wurde, ne, er hat lückenlos alle Krankschreibungen, Liegebescheinigungen, alles eingereicht. Also das heißt, die Krankenkasse weiß, dass er lückenlos seit Datum X, wo eben die Diagnose kam und er krankgeschrieben wurde, bei Ärzten und im Krankenhaus und krankgeschrieben war. Was wollen die? Also wieso? Ich kann es nicht verstehen. Wenn auf meinem Zettel steht bei der Krankenkasse, wenn ich den in der Hand habe, diese Akte, und da drauf steht, dieser Mann hat akute Leukämie und muss jetzt wochenlang, monatelang ins Krankenhaus. Wie komme ich dann auf die Idee, diesem Mann einen Brief zu schicken mit einer Forderung, mit einer Frist und zu sagen, wenn du jetzt nicht unterschreibst, mein Schatz, dann wirst du nie wieder Geld sehen? Ganz ehrlich, was denken die denn, dass diese Krankheit in unserem Wohnzimmer behandelt wird? Oh, also ganz echt, und wieso? Wieso funktioniert das nicht digital? Wieso? Ich kann es nicht verstehen. Wir leben hier wirklich in dem hinterletzten Dritte Weltland. Das habe ich, also diese ganze Ferienwohnung hier ist moderner als unser gesamtes Gesundheitssystem. Das muss man sich mal vorstellen. Die Technik in diesem Haus kann mehr als unser Staat.
Also ich kann das überhaupt nicht begreifen. Ich kann es nicht. Ich muss mich jetzt mal wieder richtig aufregen. Das reinste Zuckergussmassaker. Aber ich habe natürlich wie immer den gleichen Fehler gemacht. Ich hatte halt Orangen ausgepresst und den Saft hier stehen und habe nicht dran gedacht, nur ein bisschen Saft davon zur Seite zu nehmen und den Puderzucker rein, sondern habe einfach direkt den Puderzucker da reingekippt, weil ich irrtümlich irgendwie dachte, ich hatte das abgemessen, war aber nicht. Deswegen ist er wieder ein bisschen flüssig geworden, aber gut, wird schon noch irgendwas schmecken, nehme ich an. So, der ist jetzt eigentlich bereit, gegessen zu werden. Ich werde jetzt aber nochmal eben einen kleinen Gang machen. Einfach, weil ich hier schon so einen kleinen Wohnungskoller kriege. Ist jetzt Tag 2, wo ich eigentlich den ganzen Tag hier nur drin bin. Was aber auch daran liegt, dass ich mich so richtig danach gesehnt habe, so auf dem Sofa rumzulümmern. Lümmeln. Dummerweise hat es meinem Rücken, meinem Nacken nicht sehr gut getan. Deswegen, ja, da ich morgen aber eben meinen Kielausflug habe, ein bisschen unterwegs bin und das ein paar Menschen sehe, mehr als nur die direkten Nachbarn hier, ist das so okay für heute nochmal. Aber jetzt, wenn man Kuchen essen will, muss man auch ein bisschen laufen. Also laufe ich noch einmal an die frische Luft, lasse mich richtig durchpusten, dann fühlt man sich immer gleich etwas besser. Und dann gibt es zur Belohnung den Kuchen. Ich hoffe, er schmeckt. Das ist ja eine sehr interessante Kombination. Ich weiß nicht, ob das im Video groß rübergekommen ist. Ich hatte noch nie Olivenöl in einem Kuchen. Also da ist Olivenöl drin, Sahnejoghurt, Orange, also sehr frisch geriebene Orange und Saft und Mohn. Aber keine Butter, keine Milch. Also ganz anders, als man das sonst so macht. Bin ich sehr gespannt. Ich berichte dann, wie es so war. Also ich bin heute auch, ich muss sagen, dieser Sport, der hat mich ganz schön. Diese Frisur. Ach, das ist so lustig, diese weibliche Familiendynamik hier. Mama in Bremen so, ja, ich reiß heute die Regale aus der Küche raus und muss die Löcher zuspachteln, aber mein Spachtel ist schon ganz eingetrocknet. Ich so, ja, geh doch zu mir rüber, da steht eine neue Tube in der Speisekammer und kannst du dann gleich noch für Moritz das Dokument abfotografieren? Ja, okay, alles klar. Dann Moritz Mama sitzt ja hier näher dran in Kiel, schreibt, ach Laura, hast du eine Haarspange für mich? Ich so, ja, Moment. Es war so Fotos von meinem ganzen Haarspangensortiment. Ich habe ja immer meinen halben Haushalt hier dabei. Vielleicht was machst du, magst du dann lieber, bringe ich morgen mit. Das ist so geil. Wir sind auch so also vernetzt wie nichts. Das ist schon echt witzig. Oh Gott, da kommt schon wieder eine Nachricht. Ah ja, es wurde eine Haarspange ausgewählt. Oh, kleinere Spange, welche meint sie denn? Oh Gott, ich weiß nicht, muss ich nochmal gucken. Naja, Kuchen war so mittel. Ich finde, man schmeckt das Olivenöl sehr. Ich weiß nicht, würde ich, glaube ich, nächstes Mal eher Sonnenblumenöl nehmen.